Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Table Module, ein weiteres Pattern aus der Domain Logic Pattern Familie. So, was macht das Table Module oder was macht es so besonders? Also ich habe letztes Mal gesagt, wir machen heute mit dem Domain Module weiter. Das Table Module ist eigentlich so ein bisschen die Zwischenstufe zwischen dem Transaction Script und dem Domain Module. Das heißt, das machen wir nächstes Mal. Sorry, habe ich mich ein bisschen vertan in der Reihenfolge. Heute geht es, wie gesagt, nur um das Table Module. Das ist sozusagen wirklich die Zwischenstufe. Das heißt, Domain Module ist sehr, sehr viel Objektorientierung. Transaction Script hat quasi gar keine. Und Table Module hat halt so ein bisschen Objektorientierung. Okay, also, was macht das Table Module? Beziehungsweise, wird es erstmal aufgerufen? Das Table Module ist dazu da, um eine komplette Tabelle zu behandeln oder dafür da zu sein, sozusagen. Also, stellt euch eine SQL-Tabelle vor, wie wir sie eigentlich immer kennen und auch benutzen und vielleicht nicht unbedingt lieben, aber okay. Und das Table Module ist jetzt für genau eine Tabelle zuständig. Das heißt, für jede Tabelle, also für jede separate Tabelle, brauchen wir ein eigenes Table Module. Und so ein Table Module wird dann auch initialisiert, wo ist die Maus schon wieder hin, wird initialisiert mit den Daten aus dieser kompletten Tabelle. Das heißt zum Beispiel mit dem Result Set aus dieser Tabelle oder mit eben einfach diesen Daten aus dem SQL Statement sozusagen raus. Das heißt, damit wird es kreiert und dann kommt von außen irgendwie ein Call rein, zum Beispiel von der grafischen Oberfläche oder sowas, kommt ein Call rein, berechne jetzt die Summe über alle Produkte. So, was das Table Module dann macht, ist, es initialisiert sich zum Beispiel ein Produkt, weil nur ein Produkt im Warenkorb ist oder sowas, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt nur. Also es initialisiert sich halt ein Produkt und es initialisiert sich einen Recognition Handler. Und dieses Produkt bekommt aber im Konstruktor die kompletten Informationen von der ganzen Tabelle mit. Das heißt, das Table Module muss hier nicht filtern. Das muss gar nichts machen, außer einfach die kompletten Daten an das Produkt rauszugeben. Und das Produkt überlegt sich dann, das ist vielleicht für mich relevant und das und das und das und das. Und das war es dann aber auch. Und dieses Produkt kann dann am Ende... Also dasselbe passiert mit dem Recognition Handler auch noch. Und da wir hier irgendwas berechnen wollen, holen wir uns hier einfach mal den Preis. So, aber für den Preis brauchen wir hier nur die ID über dieses Produkt mitzugeben. Und dieses Produkt-Dingens regelt das dann alles für uns und zieht den Preis aus diesen Informationen, die es hier oben bekommen hat, raus und gibt uns den Preis zurück. Das heißt, es ist eigentlich nicht unbedingt ein Produkt, sondern eher, naja, es kann halt mit Produkten umgehen. Also es hält sich sozusagen selber nochmal die ganzen Produkte so ein bisschen. Ja, und danach rufen wir halt noch hier unten einen Insert auf. Der geht an Recognition Handler, damit der auch benutzt wird. Das war aber eigentlich nur so zum Beispiel. Braucht man zum Berechnen vom Preis jetzt nicht unbedingt. Aber ja, das heißt, wir sehen hier, das Table Module ist zwar objektorientiert, aber halt trotzdem nicht so ganz objektorientiert, weil man hier einfach überall die kompletten Daten aus der ganzen Datenbank mitgibt, wenn man irgendwelche Objekte erstellt. Und das ist natürlich jetzt, es ist zwar skaliert besser, weil man jetzt hier nur eine, also man ist nicht prozessorientiert oder prozedurenorientiert, sondern man ist hier auf Tabellen orientiert, das heißt, man ist datenzentriert und die Daten stehen eigentlich im Mittelpunkt. Allerdings skaliert das immer noch nicht so gut, wenn wir richtig, richtig komplexe Logik sozusagen haben, die wir hier irgendwie machen müssen. Dazu brauchen wir mehr Objektorientierung. Und die gibt es dann eben beim nächsten Mal, wenn wir ums Domain Module ein bisschen mehr machen. Okay, alles klar, das war's von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.